Grenzen der Meinungsfreiheit. Politiker sind kein Freiwild. Darum wird es in meinem heutigen Video gehen. Ich möchte mit euch das Künast-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ein bisschen näher beleuchten und besprechen und anhand dessen auch ein paar Einblicke geben, was sich denn Personen im öffentlichen Leben bieten lassen müssen und wo denn die Grenzen sind, was sie sich nicht bieten lassen. Denn Politiker und Personen des öffentlichen Lebens, Prominente, sind kein Freiwild. Hallo, ich bin Renate Schmid, ich bin Rechtsanwältin in der Kanzlei Wildeburger Solmecke und hier sind meine Tätigkeitsgebiete vor allem das Urheberrecht, das Presse- und Persönlichkeitsrecht und auch der Datenschutz. Ja, heute in meinem Video möchte ich erstmal auf dieses Künast-Urteil eingehen vom Bundesverfassungsgericht. Was war denn überhaupt geschehen? Die Grünen-Politikerin Renate Künast sah sich extremer Hassrede ausgesetzt in Social Media. Anlass war eine Debatte, die aufgekommen ist zur Frage, wie stehen die Grünen zu Pädophilie? Und im Rahmen dieser Debatte kam auch ein Zwischenruf von ihr im Jahre 1986 wieder hoch. Und diesen Zwischenruf hat dann ein rechter Netzaktivist zunächst auf seinem Blog veröffentlicht und später auch auf Facebook und hat ihn aber verfälschend veröffentlicht und ihm einen völlig falschen Sinngehalt gegeben. Aufgrund dessen ist dann ein extremer Shitstorm in Social Media losgebrochen und die Frau Künast, Renate Künast, musste sich wirklich mit extremsten Beleidigungen konfrontiert sehen. Die möchte ich jetzt hier im Einzelnen nicht wiederholen. Da kann man später nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall hat sie sich gegen diese Hassrede gewehrt und hat dann erstmal von Facebook verlangt, dass Facebook die Nutzer herausgibt. Also, weil das waren alles anonyme Posts, man wusste also nicht genau, wer steckt dahinter. Und deswegen hat Frau Künast verlangt, von Facebook die Daten der Nutzer herauszugeben. Facebook hat gesagt, das machen wir nicht, wir brauchen eine richterliche Anordnung. Und dann ist Frau Künast vors Gericht gezogen und hat dann erstmal am Landgericht Berlin die Herausgabe dieser Daten verlangt, und zwar hinsichtlich von 22 extremst beleidigenden Äußerungen. Das Landgericht Berlin hat dann die Klage abgewiesen und hat gemeint, das seien alles rechtmäßige Äußerungen, die keinen strafbaren Inhalt hätten. Die Richter sagten, die Posts seien zwar polemisch und überspitzt, aber in Bezug auf das Ereignis von 1986, also diesen Zwischenruf, den Frau Künast da getätigt hätte, seien die geäußert worden und deswegen seien diese Äußerungen zulässig. Jetzt muss man sich mal kurz Folgendes vergewärtigen. Es waren Äußerungen wie Gehirn amputiert, geisteskrank, Sondermüll, also und noch viel, viel Schlimmeres. Also das sind Äußerungen, wo das Landgericht gesagt hat, sind keine Beleidigungen, das ist keine Schmähkritik, das muss man sich als Politiker gefallen lassen. Daraufhin hat Frau Künast dann Beschwerde eingelegt. Und das Kammergericht hat dann gesagt, ja, also da wir finden, dass dann in jedem Fall also 6 Äußerungen doch beleidigend sind. Das Landgericht Berlin hatte vorher schon mal in einer Beschwerde auch schon 6 Äußerungen als dann doch beleidigend gesehen. Sodass also insgesamt wohl 12 Äußerungen als beleidigend festgestellt wurden. Aber alle anderen 10 wurden aufrechterhalten. Und ich zitiere jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß aus diesem Urteil des Kammergerichtes Berlin, die da gesagt haben, also eine Politikerin, die sich damals eben in diesem Kontext Pädophilie geäußert hat, die muss es eben auch hinnehmen, wenn sie zum Beispiel als Sondermüll oder Schlampe bezeichnet wird. Denn das seien Äußerungen, die ja noch einen Sachbezug vorweisen würden zu ihren Äußerungen aus 1986. Und deswegen seien das keine Beleidigungen. Das hat Frau Künast sich nicht gefallen lassen, zu Recht muss ich sagen.
und ist dann ans Bundesverfassungsgericht gezogen. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt erst kürzlich, das ging ja auch ganz schön durch die Presse, die Entscheidungen aufgehoben und haben gesagt, also die Verfassungsbeschwerde sei offensichtlich begründet. Und zwar haben sie gesagt, dass die Abwägungen, also Persönlichkeitsrecht, Frau Künast und Meinungsfreiheit der Nutzer, dass die Abwägung nicht oder zumindest extremst fehlerhaft vorgenommen wurde. Denn auch ein Politiker müsse nicht, nur weil er Politiker sei, brutal herabsetzende Beschimpfungen hinnehmen. Hier würde die Verfassung eben auch äußerungsrechtliche Grenzen setzen. Jetzt ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht nicht selbst entscheidet über diesen Auskunftsanspruch. Das machen jetzt die unteren Gerichte wieder, aber die Gerichte in Berlin müssen jetzt natürlich die Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes bei der Urteilsfindung berücksichtigen. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon ein bisschen durchklingen lassen, dass es wohl die betreffenden Posts, um die es ja geht, also noch weitere 10, nicht von der Meinungsfreiheit der Urheber gerechtfertigt sieht. Soweit also erstmal zum Sachverhalt dieses Künast-Urteils und zum Stand des Verfahrens. Jetzt wollte ich das aber auch nochmal zum Anlass nehmen, euch ein bisschen einen Einblick zu gewähren in die Maßstäbe, wie von der Beurteilung von Äußerungen und vor allem, es ist ja nicht nur noch Frau Künast, die hier in dem Öffentlichen steht. Es gibt viele Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, ob das Musiker sind, ob das Darsteller sind, ob das Sportler sind. Auch da gab es ja in jüngster Zeit Vorfälle. Und immer die Frage, was müssen sich diese Menschen denn bieten lassen? Was müssen sie ertragen, nur weil sie in der Öffentlichkeit stehen? Was muss man ihnen zumuten? Wogegen können sie berechtigterweise vorgehen? Und nach welchen Maßstäben richtet sich das überhaupt? So, der Maßstab ist die Verfassung. Und da gibt es zwei widerstreitende Interessen. Es gibt ein Video, das habe ich vor 2 Jahren gemacht. Da ging es ums Persönlichkeitsrecht. Das kann man sich auch noch mal anschauen. Es gibt das verfassungsrechtlich verankerte Persönlichkeitsrecht. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist verankert in Artikel 2 und Artikel 1 Grundgesetz, wo drin steht, jeder hat das Recht auf die Entfaltung seiner eigenen Persönlichkeit und vor allem auch das Recht auf sogenannte informationale Selbstbestimmung. Das heißt, jeder darf selber bestimmen, was, wann, von ihm, wo in der Öffentlichkeit berichtet wird oder veröffentlicht wird. Das ist erstmal das eine Grundrecht. Dann haben wir aber auch das andere Grundrecht und das ist das Grundrecht der Presse, Artikel 5 und der Meinungsfreiheit. Es ist ja auch verfassungsrechtlich geschützt. Und jetzt haben wir zwei Grundrechte, die, wie man sieht, offensichtlich auch in Konflikt miteinander geraten können. Und da ist jetzt die Frage, wie löst man diesen Konflikt auf? Da gibt es jetzt eine Säule, das ist, wo man sagen kann, das ist die sogenannte, der Maßstab der Schmähkritik. Heißt, ich darf eigentlich meine Meinung äußern, es sei denn, die Meinung ist als Schmähkritik zu werten, dann ist sie unzulässig als Meinungsäußerung. Und Schmähkritik ist immer dann gegeben, wenn es mir nicht mehr darum geht, mich mit einer Sache auseinanderzusetzen, sondern wenn es mir nur darum geht, die Person, über die ich meine Äußerung tätige, herabzusetzen und in ihrer persönlichen Ehre herabzuwürdigen. Da erinnere ich ganz kurz an auch jüngst Bundesverfassungsgerichtsurteil zu der Verfassungsbeschwerde von Böhmermann, die sie gar nicht erst zur Entscheidung angenommen haben, leider auch nicht begründet haben, aber offensichtlich die Passagen dieses Böhmermann-Erdogan-Gedichts, die hier immer verboten worden waren, auch seitens der Vorinstanzen, die sind offensichtlich vom Bundesverfassungsgericht eben auch nicht von der Meinungsfreiheit als gedeckt angesehen worden, sondern ganz offensichtlich als Schmähkritik gewertet, denn sonst hätten sie die Verfassungsbeschwerde sicherlich auch angenommen. Jetzt ist natürlich schwierig manchmal festzustellen, wann ist Schmähkritik Schmähkritik? Also wann ist wirklich hier die Grenze überschritten, dass man sagen kann, es geht hier nicht mehr um die Person.
Da sagt das Bundesverfassungsgericht, nicht jede überzogene Äußerung ist automatisch schmähend. Ja, es gibt auch überpointierte Formulierungen, die hinzunehmen sind. Zum Beispiel gab es einen Fall, da wurde folgende Äußerung getätigt. Da wurde in einem laufenden Prozess über eine Staatsanwältin gesagt, sie sei widerwärtig, boshaft und dümmlich. Das ist ein hartes Urteil. Aber da hat das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel gesagt, diese Äußerung sei in Bezug und als Reaktion auf ein Gerichtsverfahren getätigt worden und hat in dem Fall die Äußerungen als noch von der Meinungsfreiheit gedeckt angesehen. Also gerade da haben wir jetzt den Sachbezug zum Gerichtsverfahren gehabt. Dann gibt es Äußerungen, die getätigt werden hinsichtlich von Fragen, die die Öffentlichkeit berühren oder wo ein öffentliches Berichterstattungsinteresse besteht oder Äußerungen im politischen Meinungskampf, wo man auch sagen muss, da sind auch strenge und harsche oder raue Äußerungen durchaus zulässig. Oder auch, wenn die Personen selber einen Anlass dafür gesetzt haben, dass man sie in einer bestimmten Art und Weise kategorisieren darf. Zum Beispiel hier die Bezeichnung des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke als Faschist liegt nach Meinung des VG Meiningen noch im Bereich der Meinungsfreiheit. Das würde keine Schmähkritik darstellen, weil er als in der Öffentlichkeit stehende Person in der Vergangenheit eben selbst auch rassistisches Gedankengut geteilt hat. Und deswegen sei das von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ein anderer Fall, der anders ausgegangen ist, war der Fall, wo Holzfiguren von dem damaligen SPD-Politiker Sigmar Gabriel verkauft wurden mit der Unterschrift Volksverräter. Und da hat das Landgericht Hamburg gesagt, das sei rechtswidrig, denn die Meinungskundgabe hier, Volksverräter, würde über den Ausdruck einer schlichten Kritik an der politischen Tätigkeit Gabriels weit hinausgehen. Und diese Holzfiguren seien deshalb eine persönliche Herabwürdigung des Politikers und daher schmähend. Also ihr seht, wenn eine Äußerung Schmähkritik ist, dann fällt sie nicht mehr unter die Meinungsfreiheit. Wann eine Äußerung Schmähkritik ist, muss im Einzelfall beurteilt werden, wie das immer ist im Äußerungsrecht und im Presserecht. Liegt dann vor aber Schmähkritik, wenn es nur darum geht, die Person herabzusetzen. Schmähkritik ist nicht nur verboten, wenn es um Personen des öffentlichen Lebens geht, sondern natürlich auch, wenn es um Personen des privaten Lebens geht. Also Menschen geht, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, so ist besser. Aber Personen, die im öffentlichen Leben stehen, müssen sich aufgrund dessen, dass sie an der Öffentlichkeit teilnehmen, mehr gefallen lassen als Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Wo diese Grenze dann verläuft, das muss man immer im Einzelfall sehen. Jedenfalls bei Frau Künast war die Grenze ganz klar überschritten. So, wie sieht es jetzt aber in einem anderen Bereich der Meinungsäußerung aus? Es ist ja nicht immer alles gleich Schmähkritik, sondern es gibt natürlich auch Äußerungen abseits von einer solchen Wertung. Es gibt auch Äußerungen, die sich einfach mit gesellschaftlichen Vorgängen auseinandersetzen oder auch Äußerungen, die vielleicht auch mit privaten Aktionen von Politikern oder Sportlern oder eben Menschen zu tun haben, die im öffentlichen Leben stehen. Und also Äußerungen, die deren Privatleben betreffen, wie sieht es denn da aus? Darf man das nicht? Auch da ist immer die Frage, handelt es sich bei dem, worüber ich eine Meinung habe, oder was Gegenstand meiner Meinungsäußerung ist, um eine Frage, die im öffentlichen Interesse liegt, deren Beantwortung im öffentlichen Interesse liegt, ja? Und ist das ein schützenswertes öffentliches Interesse? Also natürlich ist es so, dass die Öffentlichkeit immer ein gesteigertes Interesse daran hat, wie es im Privatleben prominenter Personen aussieht. Aber nur weil die Öffentlichkeit ein gesteigertes Interesse hat, heißt es noch lange nicht, dass das schützenswert ist. Es kommt immer darauf an, ob
man sagen kann, ob es irgendeinen Anknüpfungspunkt geben kann, einen objektiven Anknüpfungspunkt gibt, dass man sagen kann, okay, da hat die Öffentlichkeit wirklich ein Interesse daran, das zu erfahren. Bestes Beispiel aus jüngster Vergangenheit war zum Beispiel der Kauf der 4 Millionen Villa durch unseren Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn. Da hat das OLG Hamburg gesagt, diese Berichterstattung darüber ist zulässig. Also ob jetzt jemand eine Immobilie kauft, die 4 Millionen Euro wert ist oder nicht, ist ja erstmal eine Privatangelegenheit. Allerdings, wenn es der Ex-Gesundheitsminister macht, ist es vielleicht schon etwas, was die Öffentlichkeit interessiert. Wie geht ein Minister mit seinem Vermögen um und wie wird das investiert und was kostet so eine Villa? Und da hat das Hamburger OLG gesagt, es besteht hier also ein berechtigter Anlass zu einer kritischen Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit und der Bevölkerung. Anderer Fall, der anders ausgegangen ist, war der Fall des Sängers Tim Bensko. Da hat die Bild-Zeitung mal wieder über sein Liebesleben berichtet. Die Bild-Zeitung mal wieder, sage ich, weil die es ja gerne tut, derartige Dinge. Und da hat der BGH gesagt, dass sie das nicht machen durfte, weil der Sänger eben sein Privatleben und sein Liebesleben immer aus der Berichterstattung bisher rausgehalten hatte. Deswegen durften die dann auch nicht drüber berichten, selbst wenn es vielleicht die Öffentlichkeit interessiert hätte, wie das da privat aussieht. Aber das ist eben dann kein berechtigtes, schützenswertes Interesse. Bei dem kam aber auch nochmal hinzu, dass er sich eben auch nie der Öffentlichkeit diesbezüglich geöffnet hatte. Also es kann sein, wenn man eigentlich Dinge privat halten möchte, aber die von selber in die Öffentlichkeit zerrt, dass dann mein Interesse weniger schützenswert ist. Das nennt man die sogenannte Selbstöffnung. Das ist nochmal ein anderer Fall. Was ich natürlich auch nie sagen darf oder behaupten darf im Rahmen von Meinungen, sind falsche Tatsachen. Da gibt es auch gar kein Schwarz oder gar kein Vertun, auch nicht bei prominenten Personen. Ich darf im Rahmen meiner Meinungsfreiheit nie falsche Tatsachen über andere Personen äußern. Denn die Behauptung falscher Tatsachen ist von der grundrechtlich geschützten Meinungsfreiheit nie gedeckt. Das ist sozusagen also auf jeden Fall auch in Stein gemeißelt. Also, ihr seht, es ist gar nicht so einfach, rauszufinden, wo die Grenze der Meinungsäußerung verläuft. Das ist sowohl bei Prominenten wie bei privaten Personen, aber so natürlich bei prominenten Personen ist es noch ein Stück weit komplexer, wie auch die Fälle zeigen, die ich euch hier erzählt habe. Immer eine Einzelfallentscheidung. Wenn es aber tatsächlich einen Fall gibt, wo klar ist, hier liegt eine Schmähkritik vor, hier liegt eine Beleidigung vor, dann kann man ja eigentlich, wenn man den Betroffenen kennt, dagegen vorgehen. Nämlich, dann kann man dem eine Abmahnung schicken, man kann einen Antrag auf einstweilige Verfügung stellen, man kann den auf Unterlassung verklagen. Aber leider in vielen Fällen, und so war es ja auch bei Frau Künast, weiß man nicht, wer der Äußerer ist, weil er seinen Account anonym gestellt hat, weil er nicht mit Klarnamen auftritt, und so weiter. Das ist ja auch das Problem im Internet, dass jeder an jeder Stelle inkognito Hate Speech von sich geben kann, ohne dafür belangt zu werden. So, und damit ist jetzt aber Schluss, weil es einen Auskunftsanspruch gibt nach dem Paragraphen 21 Absatz 2 und 3 TDDSG, demzufolge man einen Anspruch hat auf Herausgabe der Bestandsdaten von Nutzern, wenn der Tatbestand der Beleidigung oder der Verleumdung erfüllt ist. Und welche Straftatbestände erfüllt sein müssen, damit man diesen Auskunftsanspruch hat, das ergibt sich unter anderem aus dem Netzdurchsetzungsgesetz, davon habt ihr bestimmt auch schon gehört, § 1 Absatz 3. Netzdurchsetzungsgesetz. Was sind die Bestandsdaten? Das sind zum Beispiel
Name, Adresse, E-Mail, Rufnummer, Geburtsdatum oder Alter, also alles, was er Nutzer eben auch hinterlegt, wenn er sich auf Social Media registriert. Jedoch braucht man dafür eine gerichtliche Anordnung. Das heißt, ich kann nicht einfach so hingehen und sagen, Facebook, gib mir doch mal die Bestandsdaten raus, sondern ich brauche eine richterliche Anordnung. Und das heißt, ich muss also erst dann doch eine richterliche Anordnung beantragen, was auch richtig ist, weil es sind schon auch natürlich hohe Hürden, aber diesen Auskunftsanspruch gibt es jetzt und den kann man jetzt nach TTDSG auch geltend machen. Ja, soweit meine Erläuterungen mal dieses Künast-Urteils und auch dieser ganzen rechtlichen Problematik, die dahinter steckt. Es ist, wie ihr seht, komplex. Und weil es so komplex ist, bieten wir euch gerne unsere Hilfe an, wenn es mal soweit ist, wenn ihr sagt, hier brauche ich Hilfe, hier will ich mich verteidigen, hier muss ich gegen Hate Speech vorgehen. Dann meldet euch gern und wir schauen, was wir für euch tun können. Soweit für heute. Ja, ich freue mich bis aufs nächste Mal und dann tschüss.